Ja, einen wunderschönen guten Morgen an alle Teilnehmer. Mein Name ist Wolfgang Dender und ich begrüße Sie recht herzlich zu unserem heutigen Stereotrader Webinar Live Trading zur Börseneröffnung. Wie immer mit unserem Freund Dirk. Bevor wir mit dem Handel beginnen, noch der obligatorische Risikohinweis. Das Webinar dient nur zu Schulungszwecken. Sie treffen Ihre eigenen Handelsentscheidungen und verstehen Sie das Webinar bitte nicht als Handelsempfehlung. Und die Meinung des Referenten muss nicht der von FX Flat entsprechen. So, nach der kurzen Einleitung würde ich gerne an Dirk übergeben. Er ist soweit auch bereit, wie ich gehört habe, oder? Ja, noch eine Sekunde, Ja. dann sollte ich es aber haben. So, sieht gut aus. Okay, dann viel Spaß. Mal kurz einen Picture-Check hier. Ich sehe mich selber nicht. Das ist natürlich immer ganz schlecht. So. Einen Moment. Ich glaube, jetzt sollte ich aber da sein, oder? Ja, ne? Sieht doch irgendwie aus, als wäre ich im Bild. So, dann sage Perfekt. ich mal Perfekt. einen wunderschönen guten Morgen, sofern möglich unter den aktuellen Umständen. Und ist ja wieder einiges los hier, ist natürlich sehr schön. Und ich habe ja auch gestern schon gesagt, natürlich sind die Umstände alle so ein bisschen speziell gerade. Ich denke mal, wir sind ja auch alle davon betroffen, der eine mehr, der andere weniger. Und aber nichtsdestotrotz, wie man so schön sagt, the show must go on. Ne? Und wir müssen hier irgendwie trotzdem alle weitermachen, weil es werden ja auch hoffentlich wieder andere Zeiten kommen. Danke erstmal, Wolfgang, hier für die Einleitung. Und für diejenigen, ich weiß nicht jetzt, wer hier neu dabei ist oder wer halt schon mal dabei war. Ich habe jetzt hier nur irgendwie versäumt, das Fenster hier rechtzeitig aufzumachen. Jetzt könnte es ansonsten tatsächlich sein. Ich hoffe, das ist jetzt nicht so, dass es hier kurz auf dem falschen Bildschirm aufploppt. Das wäre natürlich doof. Weiß aber auch gerade nicht so wirklich, wie ich das umgehen soll. Ah, Moment, ganz kurz bitte. Sekunde, bin sofort wieder da. Nee, alles gut. Und das war das Falsche. Es geht mir um die Fragen. Ihr könnt natürlich zwischendurch auch Fragen stellen. So, jetzt sollte aber alles wieder wie gehabt eben gewesen sein. So, damit ich das halt eben auch sehe. Also, meine Aufgabe ist natürlich heute hier den DAX zu handeln. Und insoweit passt das eigentlich alles soweit auch ganz gut zu dem, was ich im Blog geschrieben habe. Oder was heißt, passt? Ich habe mich ja nicht wirklich festgelegt, aber ich hatte da so ein bisschen eine Vermutung. Und darauf werde ich jetzt hier auch mal eingehen und auch mal so ein bisschen das Ganze auch mal, was ich in den letzten Tagen ja schon gemacht habe, was ich ja sonst weniger mache, ist das Ganze halt auch mal ein bisschen fundamental auch mal unterstreichen oder mal erklären, was da halt eigentlich passiert und weshalb ich da gestern auch mal kurz wirklich nervös geworden bin bei dem Markt, weil das natürlich nicht ganz ungefährlich ist, was wir hier machen. Ich meine, Short ist alles gut und schön. Wer dabei war von da oben an oder halt von irgendwo auch von der Mitte bis hier unten, da sage ich echt herzlichen Glückwunsch. Ich habe es nicht hingekriegt, auch wenn ich irgendwie diverse gute Einstiege hatte, aber habe halt einfach nicht dran geglaubt, dass es so weit wirklich nach unten am Stück halt läuft. Ne? Weil normalerweise haben wir halt immer irgendwo Geeiere. Es gibt dann immer wieder auch Käufer und die halt dann auch die Situation dann entsprechend nutzen und auch wieder zuschlagen. Die sind halt irgendwie alle ausgeblieben. Also nur zum Beispiel, ich war wirklich bei dem Fed-Squeeze, der gekommen ist, bis hoch an die 27.000 zum zweiten Mal. Ich war wirklich da, bei 27.100 war ich short mit 10 Kontrakten. Und da gibt es ja noch ein Video davon, von dem Tag, also ein Livestreaming, wo ich halt noch gesagt habe, wo ich eigentlich damit hin will, war aber halt ein bisschen zu früh unten schon mit Short-Positionierung unterwegs. Und habe dann bei 27.000 irgendwie 50 Punkte oder sowas mitgenommen und dann entnervt aufgegeben. So. Was das geworden wäre, kann sich jeder selber ausrechnen. Wäre natürlich schön gewesen, aber so ist das mit hätte Fahrradkette. Ärgerlich ist trotzdem, wenn man halt einen Plan hat und nicht nur irgendwie halt im Markt rumstochert und nicht weiß, was man tut.
Aber ich hätte eben, wie gesagt, nicht erwartet, dass es so massiv halt eben abläuft. Und ich glaube, das geht auch einigen so, dass sich einige mit dem Markt halt sicherlich schwer tun. Also es ist auch gerade nicht besonders einfach. Aber ich gehe jetzt mal auf das Bild und fange mal an mit dem DAX. Holen wir aber später noch den Dow auch dazu, der übrigens gerade schon wieder Limit up hat, so wie ich das halt sehe. Und versuche das mal ein bisschen auseinander zu dividieren, was wir da halt eben auch sehen. Okay, ich schalte mal um. So. Also, deswegen, vielleicht wäre es sogar sinnvoller, hier erstmal mit, ja, mit dem Dow vielleicht sogar anzufangen, aber ich versuche es erstmal halt hier im DAX. Also, was wir halt gestern hatten, das war halt ein, ich gehe mal hier auf den Stundenchart. Das sind auch die Linien jetzt aus dem Block. Und was wir gestern wirklich hatten, das war wirklich eine Schweinerei, würde ich es mal nennen, unter das Tief von 2015. Und ich habe auch im Blog geschrieben, also entweder war das halt Pokern, alles, also genauso im DAU auf ganz, ganz hohem Niveau, oder wir steuern halt hier wirklich in eine Finanzkrise halt rein, ne? Und das ist halt so ein bisschen das, was auch gefährlich ist, an der Sache. Weil irgendwann, das sieht man ja gerade, wenn man die Fed halt mal jetzt dazu nimmt, mit dem Quantitative Easing Programm, wo halt nochmal irgendwo 700 Milliarden aufgelegt wurden, plus halt eben die Nullzinspolitik. Und was macht der Markt? Es geht halt runter. Alles, ne? Und das ist halt so ein bisschen das Problem an der ganzen Geschichte, dass wir halt, dass da halt einfach die Gefahr besteht, dass alles liquidiert wird. Ne? Und halt bei Gold zum Beispiel sieht man auch, kommt ja auch nicht aus dem Quark und bewegt sich irgendwie in die falsche Richtung. Und das ist natürlich ein Zeichen dafür, dass halt irgendwie die Maßnahmen möglicherweise nichts mehr nutzen. Weiterhin ist halt allein die Maßnahme von der Fed halt eben auch ein Zeichen, dass man halt irgendwie die letzten Register ziehen muss, was natürlich den Markt auch wiederum verunsichert. Und wenn das eben alles nichts nutzt und wir wirklich hier in eine Finanzkrise reinstolpern, was dann halt meines Erachtens halt, wo das Ganze auch starten würde, ist, wenn wir jetzt nochmal neue Tiefs machen und es das wirklich jetzt nicht erstmal gewesen ist. Und dann besteht die Gefahr, dass da unten halt auch eben Stops fliegen. Und deswegen hatte ich ja gestern geschrieben, wenn da unten die Panik einsetzt, unter 8.000 oder 8.200, wo wir da halt waren, reichen auch ganz schnell die 7.000 nicht mehr, ne? Weil das ist natürlich schon so ein Level, was ja halt einfach das Low vom letzten Mini-Crash in 2015 gewesen ist und wo mit Sicherheit dann auch einige Stricke reißen werden, ne? Und deswegen ist das Gefährliche daran, halt die Kettenreaktion, die das auslösen kann. Und deswegen bin ich da halt auch, war ich da nicht besonders glücklich drüber und habe so ein bisschen Sorge um den Kollegen DAX und vor allen Dingen auch um den Dow gehabt. Also der DAX ist ja halt eh, habe ich ja auch schon ein paar Mal vorgerechnet von der Korrelation, wundert mich das überhaupt nicht, weil der Dow letzten Endes steht immer noch halt deutliche Prozente über dem Start seit der Trump-Wahl. Ne? Das muss man halt mal ganz klar sagen. Und der DAX ist unter Wasser. Und deswegen habe ich auch immer gesagt, es gibt keine 14.000 im DAX, weil es von der Korrelation überhaupt gar nicht zusammenpasst. Also selbst wenn der Dow auf 100.000 läuft, werden wir keine 14.000 sehen. Und das hat sich jetzt dann halt auch so ein bisschen bewahrheitet, die ganze Geschichte, natürlich mit ordentlich Verzögerung, aber nichtsdestotrotz ist es dann jetzt halt so gekommen. Und ich hoffe halt, dass wir hier halt wirklich auch in dem Markt, dass das jetzt erstmal gewesen ist und auch wenn jetzt irgendwie nur eine Korrekturwelle kommt, aber das wäre halt mal wirklich an der höchste Zeit einfach auch dafür, dass weil es halt einfach brandgefährlich ist hier. Ne? Und das ist halt, also wo ich auch sage, ne, ich würde mich auch schwer tun, heute Morgen irgendwie, ich bin sehr froh darüber, dass wir entsprechend hier deutlich höher stehen als jetzt erstmal gestern. Ich mache das hier mal nochmal rein, so stört es auch wenigstens nicht, halt als auch gestern. Und weil irgendwo hatte ich schon überlegt, wie mache ich das überhaupt? Dann halt irgendwie, wenn wir da jetzt unter 8.000 als Beispiel gestartet werden, das ist vielleicht, weiß ich nicht, also ich habe da so ein bisschen persönliches Befangen mit, in dem Bereich dann halt auch noch irgendwo zu shorten, weil ich natürlich auch weiß, was dahinter steckt und das einfach nicht gut finde. Aber da ist jetzt ja glücklicherweise auch nicht der Fall.
sondern wir sind jetzt erstmal wieder über der 9000. Ich zeige das mal hier erstmal im Stundenchart. Und wo man halt hier sieht, ne, das war die letzte Abwärtsbewegung da unten. Und ich mache mal hier das. Ich brauche ich nicht. Na, weg da. So, ne, also hier die letzte Abwärtsbewegung da unten halt unter 2015. Sieht man jetzt hier zwar nicht, aber das kann sich auch jeder selber im Chart angucken, wo wir da halt unterwegs waren. Und die wurde halt zurückgekauft und hier entsprechend bestätigt. Und dann hier nochmal nicht ganz sauber auf der Linie, die ich im Block halt drin habe, aber nichtsdestotrotz, ne, wurde halt hier einfach nur nochmal ein Backtest gemacht auf diesen Dip darunter. Und jetzt sind wir hier dann auch nochmal über die grüne 8925 erstmal gezogen, jetzt in der ersten Stunde. So, das heißt jetzt für die Öffnung erstmal gar nichts. Aber letzten Endes sieht man natürlich hier, ne, das war ja Widerstand im ersten Anlauf, zweiten Anlauf und jetzt ist das Ding gekauft. Und wäre natürlich schick, wenn wir da nochmal hinkommen, jetzt zur Kassaeröffnung. Das sind halt dann nochmal irgendwie 300 Punkte, oder? Sehe ich das richtig? 200 Punkte. Das ist ja irgendwie alles nichts momentan. Und wenn er die korrigieren würde, würde ich den auch versuchen, hier möglichst irgendwo ein Stück weit runter dann entsprechend auch Long einzukaufen. Und weil hier haben wir natürlich jetzt genau das gleiche Problem nochmal. Ne? Das heißt, hier haben wir halt auch, wir hatten hier Support, der dann gebrochen wurde und jetzt laufen wir zum ersten Mal daran. Das sollte eigentlich jetzt erstmal nach unten reagieren. Infolgedessen wäre das halt auch gut, sodass wir hier jetzt erstmal auch eine potenzielle Range haben in dem Bereich. Ne? Weil hier haben wir halt einmal den gekauften Widerstand und hier den momentan noch haltenden Widerstand. So. Und da ist natürlich dann so ein bisschen der Entscheidungsbereich, wie geht das ganze Ding dann halt weiter? Setzt sich der Markt, kann er sich nach oben fortsetzen oder scheitert er wieder hier oben an dem Level und wir bohren uns wieder nach unten durch? Weil ewig in dieser Range, wenn sie denn kommt, wovon ich jetzt erstmal wirklich ausgehe, kann er natürlich halt auch nicht stehen bleiben. So, ich zeige es natürlich auch gleich nochmal im Daily. Und aber jetzt haben wir in 3 Minuten eine Markteröffnung. Und ich gehe mal davon aus, dass wir hier irgendwo bei der 9115 entsprechend halt auch eröffnen werden. Nicht großartig drüber oder drunter. Und dann würde ich halt mal versuchen, auch natürlich short bis dahin irgendwo dann möglichst halt da in den Markt reinzukommen. Zu den Positionsgrößen vielleicht auch mal noch ein Wort. Also jeder, der gerade handelt, wird ja gemerkt haben, es braucht hier keine 5 Euro pro Punkt oder noch mehr, um halt hier entsprechend im großen Stil die Equity und die Balance auf dem Konto zu bewegen. Ich bin auch nur mit irgendwie 0,3, 0,5, teilweise 0,2 als Teilpositionen da unterwegs und staune da selbst gerade irgendwie drüber, was das halt im Endeffekt wirklich an PL dann entsprechend dann auch hinten ausmacht. Das ist also schon wirklich immens. Ich meine, wir haben halt nur mal Bewegungen gestern bei der Daueröffnung zum Beispiel halt auch. Da geht es halt mal irgendwie 1300, 1500 Punkte, ich weiß es gar nicht mehr genau, mal eben in ein paar Minuten, wenigen Minuten da halt runter. Das ist halt schon brutal, was da halt abläuft. Und ich muss mal gerade mal hier gucken, ob ich den F-DAX hier drunter kriege. Ja. Ich habe ganz vergessen, hier einzuschalten, damit man da halt, weiß jetzt nicht, wie viel das bringt. Weil das Volumen natürlich auch generell sehr, sehr, sehr dünn teilweise ist. Oder das Orderbuch, eigentlich kann man sich das schenken, weil das halt, weil die Spreads halt teilweise so hoch sind im Orderbuch selbst. Und schreibt auch gerade hier jemand, ne? Der Heinrich, genauso ist es. Also die Spreads sind halt teilweise wirklich unterirdisch, ne? Und von daher hat das auch relativ wenig Aussagekraft. So, dann gucken wir jetzt mal, was hier passiert. Also ich würde auch hier, ne, erstmal irgendwie maximal eigentlich mit 0,5 da halt starten. So, er versucht sich hier aber direkt über den 9,15 zu halten. Ja, wie ich ja gesagt habe, wir werden wohl hier genau, relativ genau in dem Bereich jetzt erstmal starten. Und kann natürlich jetzt sein, dass er direkt erstmal nach oben abhaut. Also ich
weiß, ich habe schon ein paar Mal drüber gemeckert, aber ich muss mir echt irgendwas anderes überlegen, weil der VPS, das geht eigentlich langsam gar nicht mehr. Das war am Anfang wirklich mal, es hat alles super nett funktioniert. Aber mittlerweile. So, mal gucken, ob das funktioniert. So, ich gehe jetzt erst. Was war denn das? Das sind so die Sachen, mit denen muss man leider auch ein bisschen rechnen, dass man nicht immer einen Fill bekommt. Habe ich auch gerade nicht. So, ich würde, wenn er jetzt nochmal hier runter geht, nochmal versuchen, hier entsprechend reinzukommen. Und erstmal ein Stück weit runter, um nur ein bisschen Anlauf hier zu nehmen. Wie gesagt, am liebsten natürlich auf die 8925. Aber ob das gelingt, da steht natürlich auch so ein bisschen auf dem anderen Blatt jetzt erstmal. Also hier Positionsgröße wirklich überschaubar, weil wenn der den Move jetzt machen sollte und hier 200 Punkte nach unten, sind es entsprechend auch wiederum fast 100 €. Ne? Volumen ist in amerikanischen Märkten nicht dünn, sogar dreimal höher als der Durchschnitt. Ja, es ist dünn verteilt. Sagen wir es mal so. Ne? Das ist das Problem. Das heißt, wir sind halt, weil das Orderbuch ist dünn. Ja, das meine ich damit. Es ist halt, damit kann man halt nicht wirklich was anfangen. Das ist halt das, was ich eben damit meinte. So, ziehen wir den erstmal hier drüber. Und mal gucken, ob das funktioniert. Bis jetzt kommt ja nicht allzu viel hier. Aber wir starten natürlich über der 915, von daher kann das natürlich jetzt auch schon zur Folge haben, dass wir da oben drüber rennen. Wenn er aber halt wirklich, also grundsätzlich sage ich ja immer, direkt long funktioniert nicht, direkt short ebenso wenig, also direkt long, wenn das Ganze entsprechend nach oben will, wird wahrscheinlich nicht allzu weit kommen. Deswegen wäre es halt schon klüger, jetzt erstmal halt irgendwie unten zu dippen und dann entsprechend halt nach oben das Ganze nochmal anzugehen, weil das Ding ist halt immer, der Kassamarkt kommt jetzt hier mit einem monströsen Aufwärtsgap halt rein, von daher ist natürlich Short jetzt hier erstmal eigentlich falsch, ne? Aber das heißt, das nutzt dem Markt aber erstmal nicht viel, weil natürlich halt, das ist ja nur im Future über Nacht gelaufen, die Geschichte. Und da hat er halt irgendwie der Aktienmarkt relativ wenig davon. Also zumindest mal die, die halt irgendwo in den Markt rein wollen. Die können ja damit nicht wirklich was anfangen. Die sagen, das war ja okay, ist ja alles gut und schön, dass es jetzt so hoch steht, aber da wäre ich natürlich auch schon gerne dabei. Wenn, und das muss man auch immer dazu sagen, wenn es halt entsprechend wirklich auch Käufer sind oder wenn Kaufinteresse besteht und das eben nicht hier nur eine Finte ist, um entsprechend nochmal teuer den ganzen Kram halt loszuwerden. Also es ist halt ganz viel Psychologie spielt da momentan in dem Markt mit. Und weil man das natürlich jetzt einfach auch nicht weiß, ne, ist es halt so, dass es halt hier kommt jetzt wirklich nochmal Kaufinteresse oder wird jetzt einfach nur der nächste Abschusspunkt gesucht und laufen wir deswegen jetzt halt hoch. Das ist halt, finde ich, gerade ein bisschen schwer einzusortieren, weil man da halt wirklich nur spekulieren kann. Und wie dann, was dann jetzt halt entsprechend die Marktteilnehmer da halt machen. Also sollte ich jetzt hier rausfliegen, würde ich den auch natürlich erstmal lassen. Mein neues Hoch jetzt an der Stelle freue ich mich für den Aktienmarkt. Aber jetzt hier für die Position erstmal nicht. Da würde ich eher entsprechend nochmal nachher ansetzen und gucken, ob ich da halt dann noch anderweitig halt reinkomme. Ich bin halt, also generell, wo ich ja vorhin gemeint habe, zur Befangenheit, ne? Ich habe gestern Abend auch noch irgendwie den Dow da zum Kassaschluss da irgendwo short gehandelt und habe mir dann eigentlich immer heimlich gewünscht, dass ich doch ausgestoppt werde, weil ich das einfach nicht schön finde, wenn die ganze Geschichte so runterbrettert. Und also im Gewinn ausgestoppt am liebsten natürlich. Und das ist dann auch passiert. Und habe mich dann halt auch später, als ich im Blog geschrieben habe, tatsächlich unten an der 412, aber wie gesagt, da gehe ich gleich drauf ein, auch mal long
eingekauft. Und weil halt, wie gesagt, wenn das Pokern auf hohem Niveau war, dann war es natürlich schon eine recht miese Nummer. Aber trotzdem könnte das natürlich alles schon so sein. Du hörst nichts. Das nutzt ja nichts, wenn ich das sage, ne? Der Martin hört nichts. Könnt ihr mich alle hören? Ja, ne? Oder? Ich Also ich hatte kann dich die. gut verstehen. Okay, ja, alles klar. Danke fürs Feedback. Ich hatte die 8875, sagt hier der Matthias, letztes Jahr öfters erwähnt. Ja, das kann sein. Die habe ich jetzt gerade. 8875. Ja, es ist möglich. Ich weiß jetzt aber nicht mehr, wo ich die da zu der Zeit hergenommen habe. Aber generell, ja klar, kann das natürlich schon sein. So, mal gucken, wie sich das Ganze jetzt hier entwickelt. Ob wir hier mal ein bisschen Dip kriegen. Also schicken wir natürlich hier unten halt mal so eine 8948. Ja, das wäre ja eh schon kurz vor der 8925. Da ist natürlich jetzt hier auch der Emma, die Emma im M1, die wird natürlich auch noch dazu passen. Aber das wäre wieder ein schönes Beispiel dafür, wo sie denn Sinn macht. So, ne, wo wir gestern gerade im Help das hatten, ne, so irgendwie Doppelklick und so Linien auswählen. Man sieht, ne, so es funktioniert halt immer wieder mal. Bisschen speziell, aber so 8925. Ne? Das wäre natürlich halt auch jetzt wieder so ein Premium EMH 200 Ding, weil der liegt jetzt genau da, wo halt die 8925 ist. Ne? Und infolgedessen, trotzdem kann ich immer nur davor warnen, rein die Emmas halt zu handeln, wenn sich sowas natürlich dann ergibt, wie hier so ein Spike haben, Widerstand, der gekauft wurde im M1, noch dazu hier. Wäre das ein kurzer Dip unter die Stundenkerze? Da ist es natürlich dann halt eine schicke Nummer, wenn dann halt sowas, wenn so ein Emma da halt dann liegt. So, ich sichere den mal ab und gucken, weil wir sind jetzt hier auch entsprechend in 15 Minuten krabbeln wir hier unter den letzten Außenstab. Und von daher kann es natürlich auch direkt wieder hochlaufen. Muss ein bisschen aufpassen. Dann wären wir hier zwar wahrscheinlich ein bisschen geslippt, wenn das kommen sollte. Aber gucken wir, da durchkommen. Da kann man ja auch im Zweifelsfall, wenn sich das dann da oben bestätigt, dann auch nochmal rein. So, wie viele Punkte sind das jetzt hier gerade? Ja, 60 Punkte, ne? Im Plus. Das ist natürlich echt, würde man sich zum normalen Handel bei einer Eröffnung natürlich wünschen. So locker. Da mal 60 Punkte abzugreifen, aber hier ist es halt irgendwie, das ist halt nichts, ne? Das ist halt echt gar nichts. Aber generell finde ich das halt hier jetzt erstmal wirklich ein bullisches Signal, dass jetzt erstmal auf Tauchstation geht und nicht oben einfach nur die Shorts abgegrast werden. Und weil das wäre wirklich nicht gut für weiter nach oben. Weil das wäre dann nämlich einfach nur oben einmal abgrasen und dann geht es doch wieder runter, damit keiner nach unten dabei ist. Und dann lieber so rum, ja, wo es dann halt erstmal super long aussieht. Wenn man das so einen Ansatz, wie ich ihn halt hier verfolge, jetzt nicht auf dem Schirm hat, und sich dann halt irgendwie drüber ärgert, warum das jetzt schon wieder fällt. Das macht dann halt Sinn, wenn der Markt denn bullisch werden möchte. So, ich ziehe den mal hier manuell nach, auch wenn ich jetzt hier rausfliege, das ist wirklich egal. Aber die Hälfte davon wäre noch drin, weil er kann hier halt schon reagieren, weil wir haben halt hier auch, ne, sieht man ja, so ein Cluster ist zwar nur der M1, ne, aber so ein Klumpen reagiert gerne mal, sieht man ja auch gerade, ne? Und ja,
Okay, gut. Erstmal raus mit dem Ding. Dann gucken, vielleicht kriegen wir noch einen zweiten Anlauf. Ja. Erstmal schick soweit. Was macht der Dau? Lebt er noch? Oder wieder? Nee, ne? Ist immer noch tot. Okay, gut. Der war vielleicht ein bisschen zu knapp. Ist aber okay. So, wie gesagt, ich bin ja eher auf der Suche nach Long. Da halt dann noch die Short-Richtung mitzunehmen, ist dann immer eher so ein bisschen Luxus. Muss nicht unbedingt sein. Aber nichtsdestotrotz hat das jetzt ja erstmal gepasst. Bist mit PLH Peak noch drin, ja. Finde ich gut. Auch solche Ideen, auch mal die Funktion vom Stereo Trader zu nutzen, komme ich irgendwie selber nie. Ist mal ganz interessant. Also im Live-Trading vergesse ich das irgendwie auch ständig. Und aber ist vom Prinzip her richtig. Also was der Thorsten hier schreibt, ne, PLH Peak im 1 vermute ich jetzt tatsächlich mal, ne? Aber wir sind halt hier, ne, der M15, das ist, was ich ja auch gerade meinte. Wir haben halt hier den letzten Außenstab im M15, da klemmt er jetzt erstmal dran. Der M15 ist einfach jetzt der nächstliegende höhere Timeframe, weil wenn man auf die Uhr guckt, 9:11 Uhr, M15 wird jetzt als nächstes fertig und ist halt eben, wie gesagt, der nächste nicht ganz so kleine. Deswegen wundert mich das auch nicht, dass wir jetzt hier entsprechend auch eine Reaktion hatten in diesem Cluster hier an der Stelle. Das dann auch nochmal versucht, den M15 hier zurückzukaufen und direkt weiterzulaufen. Das ist einfach nur normales Scalping. Da wäre jetzt halt ein Ansatz im Scalping halt gewesen. Also von daher völlig okay, auch der Exit hier. Und es sei denn, wir schließen jetzt hier drunter, also unter dem letzten Außenstab. Und wobei ich mir da im DAX nicht so ganz sicher bin, im Dow ist es eigentlich eher so ein bisschen verlässlicher, dass man dann halt den Rücklauf eigentlich relativ einfach eintüten kann. Und beim DAX, wie gesagt, weiß ich nicht. Weil ich glaube, dass der Dow einfach deutlich mehr von Algos gehandelt wird als der DAX. Hier ist schon noch einiges manuell halt auch dabei. Was man hier jetzt halt ja auch sieht, ist halt, ne, so knapp über der 9000. Das ist auch natürlich so ein Psycho-Ding jetzt halt wieder. Nächste Tausender-Marke. Das finden dann einige wieder gut. Den erstmal drüber zu halten und deutet aber für mich auch so ein bisschen auf manuellen Handel halt auch hin. So, genau, ja, M1 sagt er gerade, der Thorsten. Also PLH Peak, das ist ein Trailing Stop für die, die das nicht kennen. Der verfolgt halt immer die Kerze, die das tiefste Tief gemacht hat und setzt den Stop entsprechend oberhalb. Das würde bedeuten, jetzt hier, kommt darauf an, wie viel Toleranz man da halt einbaut. Das war halt, muss man noch ein bisschen größer, das war jetzt halt die Kerze mit dem tiefsten Tief. Und der Trailing Stop würde sich dann halt quasi hier so oben drüber halt legen. Ne? Das heißt, wenn ich da halt irgendwie den Abstand entsprechend einstelle und dann fliegt er halt irgendwann raus, sobald er dann halt hier nach oben dann halt wegschnippt. So, gucken, ob es wieder funktioniert. Nö, diesmal nicht. Gibt irgendwie. Ah, doch. Gehst du daher? Na, da war es doch gerade. Ah. Weg mit dir. Also ist auch glücklicherweise erstmal ein bisschen zurückhaltend die Eröffnung. Das ist soweit alles mal fein. Also sie muss jetzt natürlich auch hier diese 8, 2, die 925, 8925. Die muss jetzt natürlich auch nicht sofort da halt direkt kommen. Ich sage nur, das wäre so halt mein Wunsch-Entry an der Stelle, um da halt entsprechend auch nochmal Long zuzuschlagen. Was man halt, ich kann ja mal zwischendurch sagen, der hier auf der Stelle tritt. So, mal gucken, was er jetzt mit dem F15 da veranstaltet. Ich kann auf jeden Fall mal die Order hier unten mal platzieren. Das kann ich ja schon mal machen. Nicht zu genau. Den Stop besser mal irgendwie
50 Punkte, das ist ja irgendwie nichts. So, und dann gehe ich mal hier kurz auf das Bild im Tageschart ein, wobei mir da halt so ein bisschen die Kurse fehlen. Ich muss das hier mal kurz wegmachen. So. Ich gehe mal auf den Wochenchart. Da sieht man es ein bisschen besser, wobei auch da fehlt mit Sicherheit. Ah ne, es geht. Okay, jetzt bringt er sich hier schon wieder auf. So, erstmal weg. Also, ne, hier sieht man, das war 2015. Oder Quatsch, 2014. Ich da im Jahr vertragen. Ja, tatsächlich 2014 waren, das war gar nicht 2015. Hier 8400 in dem Bereich und ne, so ein Schweinedipp da drunter, aber der Dow hat es ja nicht anders gemacht. Und das ist natürlich halt echt schon ein bisschen mies. Ich meine, wir sind hier ohne Zweifel, sind wir halt hier short unterwegs. Aber wenn man sich das natürlich, habe ich noch gar nicht probiert, mal gucken, ob das so stimmt, was ich jetzt gleich sagen will. Wenn man da mal noch eine Etage höher geht auf den Monatschart, da war ich eh gerade, oder? Ich bin hier irgendwie. Dann sieht das Ganze halt gar nicht mal mehr so wahnsinnig aus. Ne? Dann sind wir hier nämlich, klar, aber halt hier irgendwo, also wir haben hier eine Aufwärtswelle, ne? Und da sind wir jetzt natürlich in den letzten drunter. So heißt aber nicht, dass wir uns da unten den Support nicht nochmal suchen können. Und dann als Beispiel hier in dem Bereich von, wo ist immer hier, 10.400 etwa, ne? Dass man sich da nicht nochmal irgendwo einpendeln kann und hier eine Range ausbildet und danach halt doch irgendwann nochmal nach oben dann halt wegläuft. Wie gesagt, das sind Monatskerzen, ne? Das ist ganz sicher keine Geschichte, die heute im Laufe des Tages so passieren wird. Aber das ist halt mal, eben wenn man mal ein bisschen größer an die ganze Geschichte halt mal ran ja, geht. Ne? Und das heißt, jetzt im Stundenchart, wenn man das mal so sehen würde, würde man das halt, würde man schon sagen, ja gut, kann funktionieren. Ne? Daher, warum auch nicht im Monatschart? Das ist natürlich, muss ich natürlich gestehen, so ein bisschen Hoffen spielt da halt logischerweise mit. Ne? Weil ich sage, es hilft keinem, wenn wir den DAX wirklich irgendwie auf 6.000 irgendwas da halt befördern. 6.500 als Beispiel. Das ist einfach nicht gut. Ne? Also, aber gut. Ich will jetzt hier auch nicht rumweinen. Wir sind ja nun mal an der Börse. Aber nichtsdestotrotz, das sollte man sich immer vor Augen halten. Ne? Nach dem Motto, je tiefer, desto besser. Man muss auch ein bisschen bedenken, was halt auch dahinter steckt. Und wenn man sich gerade mal die Wirtschaftslage anguckt, die ganzen Arbeitsplätze, Betriebe, die irgendwie halt den Bach runtergehen und so weiter, das ist halt einfach ungeil und zwar sehr. Und das wird halt auch Auswirkungen haben, früher oder später dann entsprechend hier auf uns und wo es dann halt auch da nicht mehr lustig sein wird. Und das sollte man halt wirklich ja, möglichst vermeiden. Also wir können es eh nicht, ne, aber entsprechend die Institutionen, die dahinter stehen und auch die monetäre Power haben, die sollten gucken, dass sie das vermieden kriegen. Also wer auch immer da Interesse dran hat, also geil kann das nicht sein, wenn wir da halt nochmal deutlich tiefer rennen. Ja, also Reza schreibt hier, guck dir die Monatskerze an, Auswirkungen Markttechnik, das ist mir schon klar. Ne? Es ist ja nicht so, dass ich es nicht auf dem Schirm habe. Ne? Deswegen habe ich auch gestern halt da irgendwie mal kurz Alarm geschlagen, wo ich gesagt habe, ey Leute, ich verstehe nicht, warum den Laden nicht zumachen. Aber gut, auf der anderen Seite, ne, es ist ja halt dann auch irgendwo Marktmanipulation, wenn der Laden halt dicht gemacht wird. Das ist halt auch klar. Ne? Und das geht natürlich nur bis zu einem gewissen Grad, aber irgendwann halt auch nicht mehr. Hat man bei den Amis ja gesehen, ne? Mehrere irgendwie Limit Downs. Und dann macht der Laden, der muss ja wieder aufmachen, kann den Leuten ja nicht verbieten, zu handeln. Und dann geht es dann nachher doch irgendwie 1.000 Punkte weiter runter. Ne? Das ist halt alles ein bisschen unschön einfach. So. Eine Sekunde.
Mein Abstand LPO, oh, gute Frage hier, ne, für die Long. Habe ich gar nicht drauf geachtet. Würde ich hier, also mindestens, was haben wir denn an Spread irgendwie gerade? Drei. Hier für die Order, die jetzt hier unten liegt, ja, eins wird natürlich nichts bringen. Das ist natürlich richtig. Ich würde hier mindestens irgendwie schon 10 eingeben. Und normalerweise haben wir den Spread, aber den, sagen wir mal, den doppelten Spread, machen wir hier mal 6 Punkte. Entschuldigung. Und auch für die neuen Orders dann auch. Habe ich tatsächlich gar nicht angepasst hier. Auch mal mit 6 Punkten die Limit Pullback. Was? Rot-blauen Bereich? Welcher Indikator? Ich habe keinen Husten. Leute, hör auf mit dem Quatsch. Nein, ich bin noch weder krank noch sonst irgendwas. Ich habe momentan meinen Sohn bei mir und dem gehe ich nach seiner Aussage so dermaßen auf den Keks mit mit meiner Vorsicht. Ich sage, ich komme nie wieder zu dir. Es geht halt nicht anders, ne? Also. Du hast Husten. Nein, nein, nein. Alles gut. Also so wie ich aufpasse, also ich meine, klar, 100% gewappnet ist da halt niemand. Das ist schon klar. Aber das grenzt ja schon an Paranoia. Also was ich da halt irgendwie gerade mache. Ich habe im Leben noch nicht so oft die Hände gewaschen. Ja, also es fühlt sich schon an wie Schmirgelpapier langsam. Und wie gesagt, lieber ein bisschen mehr vorsichtig als ein bisschen zu wenig. Ich glaube, es geht da auch weniger um mich. Ich bin da eigentlich immer bisher, also toi, toi, toi. Bei mir dauert irgendwie eine Grippe einen Nachmittag in der Regel und dann bin ich da durch. Und von daher behaupte ich mal, dass ich ein ganz gut funktionierendes Immunsystem habe. Jetzt muss ich hier mal gucken, ob ich ein bisschen was übersehen. Ja, das kann schon noch funktionieren. Ich würde aber, ich kann dem mal ein bisschen Luft geben hier, weil der kann hier so ein bisschen im H1 schon noch reindippen, aber nicht mehr allzu viel. Das wäre dann halt nicht so gut. So, aber grundsätzlich, ne, die Richtung hat erstmal gestimmt. Trotzdem wollte ich da oben jetzt nicht unbedingt den Short nochmal aufmachen, weil mir dazu halt einfach auch der Trigger gefehlt hat. Ja, hat zwar hier halt irgendwie nur an den Widerstand hier so ein bisschen nochmal da nach oben halt weggekauft, aber halt so wirklich nachkam da natürlich nichts mehr. Klar, hier hätte man natürlich dann irgendwie sehen können, okay, ne, also hier im ist halt der Minutenchart, aber wir sind nochmal hier unterm Widerstand geschlossen. Also das war eigentlich dann halt schon im M1 ein nettes Signal. Schließt nochmal unterm Widerstand, nochmal ein kleiner Spike dran und dann runter. Das passt schon. Aber da war ich gerade hier im Monatschart unterwegs, als das passiert ist. Das hat immer so ein bisschen das Ding. Das übersieht man dann auch ganz gerne mal. So, wir werden hier auf jeden Fall eine Reaktion kriegen. Die Frage ist nur, ob ich mit der Position da auch clever genug jetzt rangegangen bin, weil ich habe die jetzt erstmal an der Marke selbst eröffnet. Ganz oft ist es ja so, dass sich das dann erstmal drunter etabliert, dann so ein paar komische Kerzen kommen. Und irgendwann reagiert es dann auf den letzten Drücker nach oben. Ne? Wir haben ja jetzt auch erst, sehe ich gerade, 9:24 Uhr, das heißt, der M30 wird jetzt hier erstmal fertig. Der ist ja gerne auch mal ein bisschen wilder unterwegs. Na, mal gucken. Von daher war das vielleicht ein bisschen früh. Also, was halt jetzt wirklich typisch wäre, ne? Ist, wenn wir hier noch so irgendwie ein, zwei Kerzen nochmal drunter schließen, dann vielleicht sogar hier bis runterlaufen, also hier in dem Bereich, und dass wir dann halt eine Reaktion nach oben kriegen. Aber wir sollten sie kriegen, da bin ich mir eigentlich schon relativ sicher. Weil auch wenn es hier nur eine Range ist, die sich hier an der Stelle bildet oder bilden könnte. Aber so ein bisschen was passieren darf da halt schon noch. Ich habe es da gerade vorhin erklärt, weil wir halt einfach einmal das Ding hier gekauft haben, nur im Future, muss man halt dazu sagen, klar.
Von daher kann es natürlich sein, wenn die Kasse dominiert und hier unten durch will und noch tiefer ansetzen will, und dann wird das halt keine Chance haben. Ich gebe dem schon noch mal ein bisschen. Jetzt ist aber irgendwann langsam mal gut hier auch, ne? So, viel tiefer sollte er eigentlich möglichst jetzt nicht mehr. Falls doch, gehe ich jetzt erstmal raus. Na, hier haben wir natürlich auch so eine Clusterbildung. Na komm schon. Lass dich bewegen. Mein VPS, der macht mich wirklich irre. Das gibt es ja jetzt nicht. So, gucken, hier sind 15 Minuten. Ne? Das ist auch ein 15, M15-Cluster hier. Das macht schon Sinn, hier mal ein bisschen Luft zu geben noch. Und ich hoffe halt nur, dass der M30 mir jetzt hier nicht einen Strich durch die Rechnung macht. Kann aber passieren. Und hier unten ist so die. Da genau ist das Cluster. Ja, okay. So, nichtsdestotrotz. Und ich gucke mir das mal hier parallel mal im Tick-Chart an, die Geschichte 27. Ich gebe den noch mal rein. Weil das passt. 800. Wir sollten halt einfach nur hier. Da nicht unbedingt nochmal drunter. Das wäre ein bisschen too much. Aber das hier passt halt schon eigentlich ganz gut als Absprungpunkt. Darf jetzt nur, wie gesagt, nicht spiken im M30. Das wäre dann halt nicht so klasse. So. Ne, das ist genau das, was ich eben meinte. Typisch wäre jetzt halt irgendwie noch eins, wo Kerzen drunter und dann kommt eine, die kauft das Ding zurück. War jetzt halt dummerweise genau hier am Exit, aber vom Prinzip her passt das schon so. Also es ist genau das, was ich ja beschrieben habe. Deswegen bin ich da jetzt auch nochmal rein, nachdem ich mir das hier nochmal angeguckt habe. Wie gesagt, nur hier drunter, das sollten wir jetzt nicht unbedingt, wenn das Ganze noch ein bisschen nach oben reagieren soll. Aber noch ist das soweit erstmal okay. Weil wovon ich ja ohnehin halt oder worauf ich ja baue im Endeffekt, ist, dass wir die Stundenkerze, dass wir die entsprechend nochmal da oben hinkriegen. Also nochmal auf das Hoch. Und da ist es dann halt natürlich jetzt irgendwo nur ein Spike. Dann halt irgendwo unter die 925, wenn du sogar anguckst, sind 100 Punkte. Das ist echt der komplette Wahnsinn. Habe mich natürlich jetzt vorhin auch irgendwie erstmal eher ausstoppen lassen können, aber ich habe schlicht und ergreifend hier das bisschen zu spät gesehen. So. Schreibt der Thorsten, er hat verbilligt. Ja, kann man natürlich auch machen, ne? Also ich war halt hier einfach nur zu langsam unterwegs. Wollte aber jetzt auch mal wirklich gucken, wie das hier überhaupt reagiert und ob es da halt bremst. Ich gucke hier nebenbei halt auch auf den Tickchart und ob da halt noch was nachkommt oder ob das jetzt erstmal das ist von dem, was ich vermute, was es irgendwie werden sollte. Das ist natürlich halt auch immer so eine Nummer, ne? Jetzt hier irgendwie im Live-Trading eine komplette H1 irgendwie handeln zu wollen. Ist natürlich nochmal eine andere Sache, wie wenn ich jetzt hier irgendwie nur ein paar Punkte halt irgendwo mitnehme. Aber ich versuche ja halt auch möglichst, wenn sich das entsprechend darstellt, dass machbar sein könnte, versuche ich natürlich auch schon. Das, was ich im Blog halt schreibe oder halt eben an Linien zeige, dann halt entsprechend auch zu handeln.
Also momentan stellt es sich dar, dass es funktionieren könnte, deswegen mache ich das auch so. Genauso wie, ne, das hat man ja auch schön gesehen, die 9115 da oben, wenn auch nicht genau, ne, aber einfach ganz klassisch sozusagen von A nach B und nicht direkt drüber hinaus. Von daher war auch der Short da oben schon soweit okay. Auch wenn es da jetzt ein bisschen drüber geschlossen hat, aber das war mir ein bisschen zu knapp, um da oben jetzt long zu gehen. Und wie gesagt, nochmal, vielleicht ist auch der ein oder andere erst später dazu gekommen. Es geht ja auch darum, irgendwo, wenn der Markt das wirklich kaufen will, ja, und wenn es nicht hier nur irgendwie der neue Anlaufpunkt für den nächsten Rutsch sein soll, dann ist das ganz klar eine bullische Bewegung, die wir hier jetzt gerade haben. Nämlich einfach nochmal tiefer ansetzen. Und weil es oben schlichtweg zu teuer ist. Und auch obwohl wir einen Aufwärtsgap haben, na, hat man jetzt ja auch schön gesehen, gab es erstmal nichts nach oben. Aber das ist soweit wirklich gut. Was er halt nur nicht machen sollte, ist irgendwo das Kassa-Gap halt schließen. Das sollte er besser wirklich lassen. Weil das ist dann eher nochmal so ein Punkt, so nach dem Motto, ja, da waren wir gestern schon, dann machen wir weiter, wo wir gestern waren. Und das in Trendrichtung Short nicht so gut. Nicht so gut für Long. Vielleicht für den, der Short ist, ja. Aber nicht wirklich gut für Long. Nein, warum ich huste, ist immer, das ist der Kaffee, ne? Kaffee beim Reden. Kennt ihr ja wahrscheinlich irgendwie auch alle. So, dass irgendwann macht es halt einen trockenen Hals. So am Cluster liegt der S2. Ich habe hier irgendwie gar nichts an, wie man sieht, ne? Keine Pivots, kein nix, kein gar nichts. Ich versuche mich jetzt erstmal halt hier rein so im Markt zu orientieren. Ich kenne einen, der kriegt von mir heute wieder eine böse Mail. Das ist mein VPS-Provider. Ja. Weil das ist doch ein Witz hier, echt. Das ist auch, hat auch nichts mit Stereo-Trader zu tun. Das ist ja auch hier bei anderen Fenstern, die hier zwischendurch mal aufploppen. Das ist völlig außerhalb vom Stereo-Trader. Und das ist halt einfach hier meine merkwürdige Anbindung. So, aber hilft alles nichts. Das muss irgendwann mal geändert werden. Hatte ich ja alles schon mal geändert, weil es ja schon mal irgendwie so war. Und es ist irgendwie, ich habe manchmal den Eindruck, wenn die irgendwie ihre Systeme verkaufen, funktionieren die am Anfang gut, damit man denkt, oh, ist alles viel besser als bei dem alten Anbieter. Und dann lässt es so sukzessive halt nach. So. Das ist ein bisschen, naja. So, was wollte ich jetzt eigentlich? Genau. Also, Pivot, haben wir hier irgendwas? Naja, ne? Nicht wirklich. So, jetzt liefert der M30, liefert er hier nach. Und den könnte man dann allerdings schon darunter eine Runde billigen. Deswegen ziehe ich den jetzt mal ein bisschen runter. Ja, muss ich aber hier irgendwann natürlich schon auch mal bestätigen. Sonst wird das nichts. Hat der Dow eigentlich? Ach, der Dow hat wieder auf, sehe ich gerade. Ah, okay. Hätte man natürlich vorhin auch schon mal längst rausgehen können. Ne? Ich verquatsche mich hier halt aber auch immer gerne mal ein bisschen und passe dann schon mal halt irgendwie, ne, weil macht ja auch Sinn, hier erstmal raus und dann halt wieder tiefer ansetzen, weil, warum macht es Sinn? Ich finde immer so, dass das beste Signal, was man halt irgendwie haben kann, ist halt bullisches Engulfing. Und das einfach nur heißt, so irgendwie alle, die in der Zeiteinheit davor was gemacht haben, die haben ja ausgelöscht und drehen jetzt die Richtung um. Und um das zu machen, muss er hier ja auch ein neues Tief machen. Und wobei das natürlich jetzt so die Frage ist, gelingt das jetzt hier wirklich mit der nächsten 15-Minuten-Kerze da oben nochmal hinzulaufen? Weiß ich nicht, aber generell wäre es halt mal ein Ansatz,
jetzt mal halt von hier rauszuziehen, wieder hoch über die 925 und dann reden wir weiter. Aber da haben wir hier erstmal ein grünes Ding stehen. Und was dann zumindest schon mal möglicherweise ein bisschen Aussagekraft hat, auch, würde ich mal sagen. Gefriergetrockneter Kaffee? Nee, kein gefriergetrockneter Kaffee. Leckerer Kaffee. Nein, aber es ist echt so. Es ist ja regelmäßig so, wenn ich hier sitze und rede, mir dauernd irgendwie ein Frosch im Hals. So, jetzt kann man natürlich auch mal irgendwie, ich hoffe, ich bin hier, ich traue mich ja fast gar nicht zu klicken. Also, das war ja gestern Abend im Webinar auch schon. Das ist egal, was ich mache. Ich habe sogar das Ding hier vorhin neu gestartet. Das gibt es nicht. Keine Ahnung, was die hier treiben. Aber es ist ja fast unmöglich, da halt irgendwo vernünftig zu arbeiten. Neuerdings irgendwie immer morgens, scheinbar fährt da irgendjemand parallel auf der gleichen Hardware irgendwo morgens ein Monster-Backup und legt da irgendwie alles lahm. So kommt es mir irgendwie vor. Was wollte ich sagen? Genau, man könnte natürlich jetzt hier, ne, mal drauf bauen, dass wenn wir da, guck ich das denn an, wenn wir da halt nochmal drüber laufen, dass wir zumindest mal halt bis dahin irgendwo zurückkommen. Da wäre auch der Emma für die Emma-Freunde. Und das wäre ein Anlauf auf die 925. Muss aber, wie gesagt, ich weiß es gar nicht, was ich hier für einen Fill kriege. Das war vielleicht mal anders. Vielleicht immer besser als nicht MIT, sondern als reale Order. Da muss ich dann FX Flat drum kümmern, dass die vernünftig gefällt wird. Aber das wäre halt so der Ansatz dafür. Also das hier ist alles okay, ne? Das drückt zwar jetzt da ein bisschen rum, aber stört mich jetzt erstmal nicht. Nicht wirklich. Was ja auch dazu kommt, ist, der DAO hat eben mit einem Limit Up dicht gemacht. Und der hat ja auch so ein bisschen die Angewohnheit, das dann auch nur mal kurz zu korrigieren und dann halt nochmal anzugehen. Würde halt hier auch zu dem passen, was ich halt hier vorhabe. Ich übertreibe doch hier nicht so, Leute. So, ziehen wir den mal ein bisschen runter hier. Ja, ich halte also jetzt hier jetzt nicht blind dagegen, sondern ich will hier schon eine Bestätigung in meine Richtung haben. Um da jetzt halt irgendwie nochmal eine Position dazu zu geben. Weil noch sieht es, erstmal sieht es wirklich blöd aus, ne, was er gerade macht. Muss man halt auch ehrlicherweise ganz klar sagen. Weil hier unten zu weit rumbohren ist halt einfach nicht nett für Long. Trotzdem glaube ich nicht dran, dass das Ding im H1 hier einfach so jetzt wieder weggebügelt wird. Und falls doch, dann war es tatsächlich nur leider dann auch die Möglichkeit, hier nochmal möglichst hoch verkaufen zu können. Das wäre nicht gut. Nicht gut für die weitere Entwicklung. Ne? Also hier, was den Trade angeht, das ist mir jetzt erstmal egal eigentlich. Ne? Aber halt, ich rede ja davon, was halt insgesamt passiert. So, jetzt haben wir hier auch eine Order. Keine Ahnung, ob die was ausrichten kann da unten. Aber er bohrt sich schon hier wieder viel zu tief darunter. Ne? Das ist halt einfach echt schade. Wäre jetzt eigentlich schon mal gut. Ne? Da kommt aber leider nichts. Erstmal.
Wie gesagt, ich glaube noch nicht dran und warte hier immer noch auf die Gegenbewegung. Habe ich ja gesagt, unter die Tief sollte er eigentlich nicht drunter. Aber wenn er jetzt noch hochkommt, tüte ich den auch wieder ein. Was macht denn DAO? 20, 9, okay. Ich werfe mal ganz kurz rüber einen Blick auf den DAO. 70, 80. Ich gehe mal kurz hier rüber. So. Da unten ist halt mein Long noch von gestern. So, der hat, da bin ich jetzt im M1, der hat natürlich hier so seine Grenzzone. Ganz kurz, und dass man halt eben auch hier ein bisschen mit abzustimmen. Macht meines Erachtens schon immer Sinn. So, und das ist natürlich halt hier so der letzte Support, den der hier halt hat. Da sollte er natürlich auch nicht unbedingt wesentlich drunter. Und das heißt, er kann auch minimal spiken. Und dann wäre der DAX auch eigentlich, wenn es dazu passt, dann auch am Limit angekommen. So, ne? Hier sind wir jetzt. So, ich würde hier mal versuchen, ich baue mal hier im DAO mal eine dazu. Ach, da ist ja doch, da kommt ja noch tatsächlich doch noch ein Pivot da unten angewackelt. Gut, inwieweit der jetzt hier reinpasst, weiß ich allerdings auch noch nicht. Ich mache ein bisschen kleiner hier. So, da sind wir aber, ne? Generell. Jetzt haben wir 9,42. So, ich gebe den jetzt erstmal nochmal rein hier. Okay. Mag alles falsch sein, was ich hier mache. Aber auch nicht ganz unplausibel. So. Weil hier nochmal den unteren Bereich fände ich halt, ja. Da war es dann mal kurz weg. Das hier ist noch in der Testphase. Das Add-on. Und das hat irgendwie gerade einen Timeout. Warum auch immer. Kommt irgendwie gerade leider nichts. Deswegen sind die Linien jetzt gerade mal kurz verschwunden. Das sind sie mal wieder. So, ne, hier die, das wäre natürlich ein bisschen, für meine Begriffe, ein bisschen too much, da unten jetzt nochmal auf die 8528, weil da haben wir natürlich auch den krasser Schluss dann auch schon irgendwo ganz in der Nähe. Kann man hier mal einblenden. Ach, da sind wir schon drunter. Schön. Gut, dass ich den Überblick habe hier, ne? So, da habe ich gerade noch gesagt, das würde ich besser mal vermeiden hier. Gap Close, weil das halt seltenst irgendwie bullish ist, aber jetzt haben wir wenigstens mal. Wenigstens ja drunter zugeschlagen. Aber generell finde ich das halt nicht gut, ne? Dass überhaupt hier ein Gap Close veranstaltet. Das hätte man sich auch irgendwo schenken können. So, mal gucken, was das bringt. Ob das jetzt reicht, da wirklich in einem Rutsch nochmal da oben zu laufen. Das wären jetzt mal schlappe 200 Punkte nach oben. Wir werden sehen. Wie gesagt, es geht darum, halt hier den H1 aufzulösen und nicht hier irgendwie eine kleine Bewegung halt mitzuziehen.
Der müsste natürlich jetzt wieder bis unters Dach laufen. Und das wären noch 15 Minuten. Ich bin gespannt. Also das Ding ist halt generell, ne, das ist halt auch, was ich immer sage, wenn man den H1 handelt, muss man auch im Zweifelsfall eine Stunde Geduld haben. Ne? Und natürlich auch im H1 irgendwo die Grenzen suchen dafür. Und dann kann auch natürlich auch mal ein bisschen was daneben gehen. Aber wenn es dann im Endeffekt so aufgeht, wie es aufgehen soll, und dann hat man natürlich dann halt auch im Zweifelsfall einen sehr, sehr schicken Entry. Der aber, wie gesagt, auch gerne mal gerade in so einem Markt. Also ich hätte mir halt gewünscht, ne, ich meine, ist ja klar, dass wir da oben nicht wesentlich unter die 8925 halt fallen. Da sind wir jetzt aber mal, wie viel waren es jetzt? Fast 300 Punkte mal drunter. Aber soweit erstmal noch im Rahmen, nur jetzt nochmal irgendwie runter. Da würde ich dann halt sagen, okay, danke für den Versuch, aber Idee gut. Markt hat nicht mitgespielt. So. Ich muss hier gerade mal nebenbei noch was checken. So, und ich würde halt, ne, wenn wir jetzt entsprechend halt auch noch mal, wenn das gelingen sollte, was ich ja nicht weiß, ne, hier über die 925, wenn wir da noch mal drüber schließen, dann kann man natürlich auch mal drüber nachdenken, so eine Position und dann auch auszubauen. Ne? Weil so der fromme Wunsch ist hier natürlich, bis zum nächsten Widerstand zu laufen. Und da sind wir natürlich dann halt hier eine ganze Etage höher, nämlich hier irgendwo in Richtung, ja, hier, wo das Gap da halt entsprechend auch ist. Da wären wir hier bei 9.380, 9.400 um den Dreh. Das wäre halt der Plan, wenn er es, wie gesagt, jetzt schafft, hier oben drüber nochmal zu schließen. Oh, man sieht es, sorry, mein Kopf ist wieder davor. Also, wenn er es schaffen sollte, hier oben drüber zu schließen, über der 9.25. Und dann wäre halt für meine Begriffe so das nächste plausible Ziel. Also vorausgesetzt, er kann das hier natürlich halten. Die sollte dann nichts mehr ausrichten können, die 9115. Und dann wären wir halt hier eher bei 9380. In dem Bereich wird es dann halt erst wieder interessant werden. Und das ist halt so der Plan natürlich. Ne? Und das sind jetzt natürlich, ist man hier jetzt erstmal eine kleine Weltreise von dem Low da unten, nämlich dann halt irgendwie von, wo kommen wir jetzt? 600. Irgendwas bis da oben hin ist natürlich irgendwie 700 Punkte. Das ist natürlich jetzt kein Spaziergang, aber es ist machbar. Es ist schon machbar. Er sollte hier nur gucken, dass er jetzt langsam nach oben wegkommt. Sonst sieht das nämlich nicht gut aus mit 10 Uhr, weil dann passiert nämlich genau das, was ich gerade gesagt habe. Dann hängen wir hier irgendwo an dem blöden Kasserschluss rum. Und dann wird sehr unberechenbar die ganze Geschichte. Weil dann kann es halt einfach passieren, dass wir tatsächlich dann doch nochmal nach Süden weglaufen. Das will ich eigentlich nicht unbedingt. So, also wie das hier schon wieder drückt. Gucken, dass sie jetzt halten kann. 10 Minuten hat die Geschichte noch.
Tja, das ist dann doch eben der Vorteil vom Skyping, ne? Da wären hier schon einige gute Sachen dabei gewesen. Aber das hier sieht nicht gut aus, leider. Nicht für den Markt, nicht für die Position, nicht für Long. Außer kommt jetzt hier mal ganz schnell irgendwie aus dem Quark. Aber auch generell, ne, so die Regeln, die ich ja sonst halt auch immer irgendwo habe, wo ich sage, irgendwie Kassa Close, Gap Close und dann weiter, beziehungsweise ne, Gap Close und dann hoch, das funktioniert eigentlich so gut wie nie. Genau, umgekehrt halt das gleiche in Grün, ne, irgendwie Abwärts Gap und dann halt irgendwie Gap Close nach oben und dann weiter runter, genau das gleiche. Meistens nicht. Meistens leider echt nicht. Aber ein bisschen Geduld habe ich noch. Und we will see. Hier den DAO immer gerade so, sorry, ich habe so, so ein bisschen still bin. Ich habe den DAO hier noch parallel im Blick. Was? VW hat um 9:09 Uhr die Werke in Deutschland geschlossen. Das ist natürlich Mist, ne? Das ist halt echt alles ein Scheiß, ey, diesem Markt. Ja, der macht sowieso, wie ich das sehe, ganz ehrlich. Das sieht eher aus, als würden wir unten wirklich nochmal die 528 nochmal ansteuern. Also den Absprungpunkt sozusagen. Das heißt, es kann immer noch, es hat schon noch die Chance, Long aufzulösen, aber hier in 8 Minuten, da habe ich so ein bisschen meine Zweifel dran, dass da noch jetzt großartig was nach oben passiert. Von daher wird man da wahrscheinlich später nochmal ansetzen müssen. Mal sehen. Ich kann ja mal gucken, wenn ich heute Zeit haben sollte, kann ich ja irgendwie nochmal einen Livestream oder so halt dranhängen. Ich muss allerdings heute Hausaufgaben mit meinem Sohn machen, weil ich ja halt der Homeoffice-Worker bin und die ja momentan alle keine Schule haben. Ist ja momentan hier bei mir. Und ja, ich darf mich mit den Lehrern rumschlagen. Ich weiß nicht, wer hier noch Kinder hat und da mein Augenrollen verstehen kann. Aber also, dann lernt man mal das Bildungssystem irgendwie aus nächster Nähe kennen und wundert sich wirklich, also wie manche Menschen überlebensfähig sind. Also, ich denke so, Alter, wer so kommuniziert in der freien Wirtschaft, der ist schneller irgendwie seinen Job los, als er gucken kann. Ja, das hier ist halt, das ist Mist. Also, wir sehen nochmal die 528. Ich gehe dann jetzt hier auch raus, verbuche das dann halt mal unter Verlust-Live-Trading, was nicht oft vorkommt, aber es ist trotzdem okay. So, ich mache die 10 Uhr noch fertig, also die Bewegung jetzt. Guck mal, was wirklich jetzt da unten hin auflösen will oder will es nicht doch noch wenigstens ein bisschen Reaktion kriegen. Nee, es ist halt wirklich, ne, wo man so denkt, so irgendwie Online-Schule. Da habe ich mir eigentlich gedacht, so, ja, die kommen dann wenigstens mit Skype.
oder irgendwas daher, ne? Oder selbst hier GoToWebinar, wir bieten kostenlose Lizenzen für Lehrpersonal an. Aber da kommen die auf Ideen wie, ja, ja, wir machen eine WhatsApp-Gruppe und verteilen darin die Hausaufgaben, wo ich so denke, das ist doch nicht euer Ernst, ne? So, also schlimmer geht ja gar nicht, ne? Und dann haben sie nachher, ja, nee, wir machen dann per Mail. Ja, per Mail, super. Ist ja auch sehr innovativ, ne? Also ich verstehe es nicht. Das ist mir ein Rätsel. Ich habe da sogar meine Hilfe angeboten. Ich sagte, ich helfe euch da gerne irgendwie bei der Einrichtung, wenn ihr irgendwie Support braucht. Und aber wenn ihr halt was Gutes machen wollt, dann macht es halt irgendwie hier mit E-Learning-Tools. Und dann kann man halt, ich meine, wie wir es hier halt auch machen, ne? Die Leute befragen, jeder kann was zu sagen, man sieht, wer da ist, man kann was zeigen, man kann was erklären. Nö. Da kam ich dann zur Antwort, ja, ich bin mir sicher, dass solche Anbieter in diesen Zeiten irgendwie gute Promotion für ihre Produkte machen, wo ich so denke, so. Das soll jetzt eine intelligente Antwort von einem intelligenten Menschen gewesen sein. Ich denke, das gibt es überhaupt gar nicht. Ne? Alter Schwede. Ja, also gut, das nur am Rande, aber da könnte ich mich wirklich halt echt drüber aufregen. Das ist unfassbar. Stattdessen, wie gesagt, hier kriege ich irgendwelche kryptischen Mails, wo ich dann irgendwelche Hausaufgaben draus übersetzen soll, also rauslesen soll, was du überhaupt von mir will. Und ich glaube, das geht anderen genauso. Und man kann da halt wirklich nur irgendwie den Kopf schütteln. Aber da wundert mich gar nichts mehr. Ne? Also ganz ehrlich. Jeder Schüler ist da halt digital besser aufgestellt als das ganze Lehrpersonal. So, also wir sind raus oder ich bin raus. Besser gesagt, hat leider nicht funktioniert. Dann, wie gesagt, ist es heute halt dann mal eben hier daneben gegangen. Und das ist für mich trotzdem jetzt erstmal okay. Weil, wie gesagt, vielleicht mache ich nachher noch irgendwie entweder ein Live-Trade dann in der Gruppe. Ich muss mal gucken, wie das zeitlich funktioniert. Oder ich mache halt irgendwie noch hänge noch irgendwie einen Stream dran. Also generell, ne, auch wenn wir jetzt hier erstmal abwärts unterwegs sind, vielleicht, dass um das nochmal irgendwie auch so ein bisschen zusammenzufassen. Trotzdem hat das Ganze schon noch die Chance, halt vernünftig aufzulösen. Weil wir natürlich jetzt hier, weil die Chance einfach besteht, dass die Kasse halt sagt, ja gut, wir kaufen das Ding. Ne? Ich meine, es gibt ja auch Gründe zu kaufen. Ja, jetzt mal von dem, was jetzt mal Unternehmenszahlen und die Probleme halt angeht. Aber es gibt ja halt auch einen Haufen Geld im Markt. Und von daher kann es natürlich dann auch sein, dass die Kasse sich halt sagt, ja gut, wir kaufen das Ding, aber nicht hier oben, wir steigen tiefer ein. So, und das heißt, dann wären wir dann halt hier auch nochmal in dem Bereich. Und macht Sinn, aber der muss dann eben auch halten. Ne? Also das heißt, hier die sind wir. Naja, jetzt zieht er natürlich hier erstmal hoch, das ist klar. Aber er macht jetzt erstmal nichts. Also dieser Bereich, der muss dann einfach halten. Ne? Also wenn das nicht hält, wenn wir die jetzt nochmal sehen sollten, wonach es ja so ein bisschen aussieht, ich meine, guck mal, die Stundenkerze da mal an, das ist ja halt einfach nochmal so ein scheiß langes rotes Monster. Und dann darf da halt auch irgendwo nichts mehr nachkommen da unten, weil sonst wird es halt einfach kritisch. Dann sehen wir nämlich nochmal hier unten das Tief, möglicherweise, und da kann es furchtbar ungemütlich werden für den ganzen Markt. Das ist halt eben das Ding. So, und hier müssen wir halt dann nochmal irgendwo drüber schließen. Von daher werde ich schon an der Idee noch ein bisschen festhalten, werde hier jetzt nicht Short suchen. Ne? Außer wir laufen jetzt halt hier in der Korrektur an die 925, dann wird er die nicht kaufen, sondern dann kann man natürlich dann da sagen, okay, da gehe ich dann erstmal nochmal Short. Und guck mal, ob ich nicht da unten die, wo sind wir hier, die 8500 irgendwas, da unten dann halt von dort aus dann halt kriege. Ne? Das ist dann halt schon legitim. Aber wie gesagt, weil jetzt da hochlaufen, nochmal drüber, das wird zu 99% so nicht passieren. Deswegen bin ich ja jetzt erst auch mal weg, hier von Long.
und würde dann halt eher hier unten in dem Bereich dann halt nochmal ansetzen. Und weil ich kann mir nicht vorstellen, dass wir die 8925 nicht nochmal sehen. Das ergibt irgendwie gar keinen Sinn. Okay, also dann halt nicht funktioniert. Was, du willst sicherlich die anderen Eltern mitbekommen. Du weißt sicher, welche besser so Elternabend stattfinden. Nö, ich gehe meistens nicht hin. Nein, stimmt auch nicht. ich bin mit den Lehrern eigentlich immer, also zumindest mal in der Schule von meinem anderen Sohn, ganz gut klargekommen. Und ich weiß nicht, es kann sein, dass es schulspezifisch hier gerade ist, dass jetzt hier so ein ganz spezieller Verein ist, aber so, naja. Klar gibt es da halt irgendwie Besserwissereien, aber ich meine, das war ja auch ein konstruktiver Vorschlag, wenn man halt irgendwie sagt, guckt euch das mal an, ich mache das jeden Tag und helfe euch gerne dabei, dann muss man nicht irgendwie so man, dumm reagieren, oder? Also ich kann es gar nicht anders sagen, ich habe da überhaupt nicht mehr drauf geantwortet, weil mir viel zu blöd war. Ich denke halt immer nur halt danach irgendwo an die Kinder, ne? Weil ich meine, da geht es ja darum, dass die ja halt ja auch irgendwie was halt lernen sollen, ne? In der Zeit. Und ich frage mich, wie das gehen soll. Weil durch das Verteilen von Hausaufgaben ist es ja wohl nicht gemacht, ne? Also, und ich finde halt die Lehrer, wie gesagt, es gibt mit Sicherheit auch bessere Beispiele, aber die sollen echt gefälligst auch ihren Job machen. Also anders kann ich es an der Stelle wirklich nicht sagen. Soll sich mal ein bisschen Mühe geben, ne? Und nicht irgendwie sowas dahinschludern, so nach dem Motto, ja, wir bleiben jetzt alle zu Hause, kümmern uns um uns, lassen uns schön weiter bezahlen und die Eltern machen die Arbeit, ne? Und die Kids gucken, wie sie klarkommen. Das kann es ja nicht sein. Also es ist für alle eine schwere Zeit und da müssen sich alle ein bisschen zusammenreißen. So sehe ich das. Muss man nicht meine Meinung teilen, aber als wer, wie gesagt, wer direkt betroffen ist und das vielleicht irgendwie in ähnlicher Form mitkriegt. Der wird das vielleicht auch unterschreiben. Gut, also, sorry, wenn es dann mal nicht funktioniert hat, ist ja glücklicherweise nicht die Regel. Aber vielleicht, auch wenn, ich meine, das Ding ist ja halt immer das, ne? Ich sag's nochmal, wenn ich versuche, halt eine Stundenkerze einzutüten, ne, dann muss ich natürlich auch die Nerven haben, die Stundenkerze durchzuhalten. Und das heißt, ich suche mir auch meinen Trigger im H1. So, den hat er jetzt ja auch nicht mehr gezogen. Von daher, das ist nicht weiter schlimm. Sondern vielmehr ist jetzt zu wissen, wie gehe ich als nächstes damit um, als jetzt hier irgendwo rumzustochern. Das bringt ja nichts. Deswegen sage ich halt, wie ich es auch gerade gezeigt habe, ihr könnt das Bild jetzt hier gerade nicht mehr sehen, aber ich zeige es nochmal ganz kurz, damit man das halt nachher nachvollziehen kann, weil wenn hier so ein Live-Trading mal daneben gegangen ist, was natürlich auch schon mal vorgekommen ist, ist in der Regel nicht, aber dann ist es eben so, denke dann halt einfach einen Schritt weiter. Ne? Und man sieht jetzt hier, das Ding reagiert jetzt hier gerade heftigst nach oben. Ne? Das ist alles gut und schön, aber ich brauche ja was für den weiteren Verlauf. Eben im H1. So, und das heißt für mich jetzt halt auch, das war mein Trigger. Den haben wir nicht gezogen. So, das heißt, die Stunde hätte oben drüber schließen müssen, hat er nicht gemacht. Das heißt, er wird jetzt aber umgekehrt, wenn er jetzt versucht, aus dieser Bewegung da oben drüber hinwegzukommen, wird es meines Erachtens nicht gelingen. Das heißt, ich muss einfach gucken, wie ich mit dem Markt jetzt weiter klarkomme. Wir haben hier erstmal Druck nach unten, wir haben ein Gap Close nach unten, was auch erstmal nicht gut ist. Und das heißt, meine Schiebezone, die ich ja halt vorhin beschrieben habe, hat sich halt gerade verlagert von hier oben dem Bereich in diesen unteren Bereich. Und das heißt, ich werde mich jetzt hier erstmal dann in dem Bereich orientieren, oben der ist erstmal ausgeblendet, bis wir vielleicht dann heute Nachmittag die 925 halt wieder gekauft haben. Kann ja sein, ne? Weil die Amis haben ja auch kräftig gepokert da auf ganz hohem oder ganz tiefem Niveau. Und wenn das ein Pokerspiel war, und dann kriegen wir da halt auch nochmal entsprechend dann einen Schub nach oben. Von daher ist das nicht aus der Welt. Und wenn wir jetzt halt hier in dem Bereich, wenn wir da jetzt halt nochmal hinlaufen, wie gesagt, gehe ich davon aus, dass wir jetzt hier nochmal in diesem Cluster halt erstmal bewegen werden. Und das heißt, wichtig ist halt immer nur, dass man sich in dem Markt zurechtfindet. Und Trading heißt ja halt,
Was? Die Audioqualität ist vermindert? Nö, glaube ich nicht. Und das Trading heißt ja halt auch, oder beziehungsweise ist ja auch immer so ein Ding mit der, was mit der Zeit ja auch ganz stark zusammenhängt. Das heißt, auch wenn ich den Markt richtig einschätzen kann, heißt das nicht, dass der unbedingt dann genau zu dem Zeitpunkt das machen muss, was ich halt beschreibe, sondern es kann sich natürlich auch alles nach vorne oder nach hinten halt verlagern. So, und damit kann man ja halt auch umgehen, beziehungsweise damit muss man dann halt auch umgehen. Und deswegen ist das jetzt nicht so, dass ich jetzt hier halt sage, ah, blöder Tag. Nein, ich sehe ja, was er macht. Ich sehe ja, was er vorhat. Und kann da sicherlich auch noch was entsprechend halt rausziehen. Das ist jetzt halt, wie gesagt, es ist halt immer schade, wenn es dann im Live-Trading nicht aufgeht. Aber macht auch keinen Sinn, da halt irgendwie rumzueiern, ja. Und sondern also da muss man auch mal sagen, gut, hat dann halt eben halt mal nicht gepasst, ne, in der Stunde. Aber nichtsdestotrotz habe ich halt den Überblick hier noch für den Rest des Tages. Und dann tue mich da jetzt auch nicht weiter schwer. Ach so, den DAO, den habe ich irgendwie ganz vergessen. Da gucken wir nochmal kurz drauf. Der hat hier halt auch, das sehen wir gerade hier so ein bisschen nach unten, das Ganze halt beantwortet. Und macht hier auch nochmal so eine blöde Kerze. Da ist es mir halt eigentlich hauptsächlich ins Auge gefallen, die 412. Da sage ich noch kurz ein bisschen was dazu. Ich habe es ja die Woche irgendwann mal gezeigt. Ich kann es jetzt hier leider nicht. Ich habe es nicht vorbereitet. Aber dieses Tief war tatsächlich mal mit Fibos ausgerechnet, hat aber wunderbar funktioniert und war halt letzten Endes 76% Korrektur vom Hoch seit der Trump-Wahl. Und da hat er ja auch deutlich reagiert, wie man sieht. Und deswegen habe ich es jetzt mal hier noch mal ein bisschen stärker eingezeichnet. Das war aber hier schon an dem Tag, wo wir hingedippt sind, war das schon, habe ich das schon eingezeichnet. Und was er jetzt halt gestern gemacht hat hier ist, das sieht man ja auch, ne? Einmal irgendwie drunter, dann das Ding wieder zurückgekauft, in der nächsten Stunde gleich wieder dran geschlossen und dann halt hier, das war die Eröffnung, dann halt, sieht man das ja, ne? Dann um Mitternacht direkt hochgeprescht, das Ding. Und deswegen habe ich halt gesagt, so, das könnte wirklich halt echt Phishing auf üblem Niveau gewesen sein, beziehungsweise Pokern auf ganz hohem Niveau, kann halt sein, ne? Und aber was man halt sieht, ist, dass dieser Bereich halt nicht so einfach aufgegeben wird, ne? Und dass da halt schon noch irgendwo, ich nenne es mal die Hoffnungszone an der Stelle. Und von daher kann es schon sein, ne? Dass wir halt auch hier nochmal hinlaufen und das Ding halt einfach halten. Ne? Kann sein. Ich meine, gestern war ja der erste Tag, der erste Handelstag, nachdem die Fed das Kaninchen da aus dem Hut gezaubert hat, was ja noch nicht so wirklich gefruchtet hat. Das heißt aber noch nicht, dass es wirklich durch ist. Ne? Also man hört aber auch, ne, muss man auch klar sagen, ich bin so ein bisschen befangen, weil ich einfach nicht mag, dass der Markt da runter geht, weil es halt einfach scheiße ist, ja. Also, sorry, kann man nicht anders sagen. Es ist nicht gut und auch nicht gesund, wenn der Markt irgendwie, was weiß ich, 30% Komplettkorrektur macht oder noch schlimmer, ja. Das ist nicht gut. Das ist zu viel und zu schnell. Und was? Was sagt der Janis da? Und es ist halt einfach nicht gut, wenn es halt zu weit runtergeht. Und das ist halt so das Problem an der ganzen Geschichte. Ne? Und deswegen bin ich natürlich befangen, gebe ich auch zu. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass da einige halt auch in der gleichen Richtung da halt irgendwo auch so denken und mitspielen. Gut, also das sollte man sich im Auge behalten. Nach wie vor diesen Bereich, deswegen habe ich da auch nichts weiter eingezeichnet. Und weil darunter ist eigentlich alles so ein bisschen sinnlos, ne? Wir kommen dann halt auch hier an die Richtung, an die 20.000 und da halt auch ran. Und von daher habe ich da unten auch erstmal keine Marke mehr, weil das halt einfach da unten extrem schnell sehr ungemütlich werden kann. So. Ja, deswegen gehe ich davon aus, schreibt ja auch der Thorsten, dass es so weitergeht, dann direkt, ja, direkt in die Rezession. Das ist genau das Problem, ne? Das ist halt einfach die Gefahr, hier dabei. Wo bin ich denn jetzt hier?
Das hat einfach die Gefahr dabei und es ist nicht gut. Ne? Also eine Finanzkrise braucht kein Mensch. Wirklich gar keiner. Also von daher wollen wir mal das Beste hoffen, dass sich das da halt irgendwo fängt und auch wenn es nur erstmal temporär ist, aber es gäbe zumindest mal eine Verschnaufpause. Und für den Markt, für die Wirtschaft und würde sicherlich allen ganz gut tun. Alright, so, das war's an der Stelle von meiner Seite. Herzlichen Dank, dass ihr alle dabei wart und auch zahlreich dabei geblieben seid. Und ich wünsche euch auf jeden Fall alles Gute, dass ihr vor allen Dingen auf euch aufpasst, nicht nur auf eure Trades, sondern vor allen Dingen auf euch selbst halt auch alle. Und natürlich auch auf euer Umfeld, insbesondere die Älteren natürlich halt. Und die man ja so beschützen muss an der Stelle mal und sich da halt selber auch zurücknehmen muss in einigen Dingen. Und von daher sage ich an der Stelle alles Gute und ich freue mich aufs nächste Mal. Das ist, glaube ich, heute in 2 Wochen. Genau. Also hier nochmal im Live-Trading. Und ich hoffe, dass wir dann höher stehen als heute vor allen Dingen und nicht hier noch auf der Unterseite rumkaspern. Bis dahin, danke natürlich auch an den Wolle und an FX Flat hier fürs Veranstalten. Ich sage Tschüss, danke und bis nächstes Mal. Und der Wolfgang hat aber sehr gerne das letzte Wort. Ja, Dirk, vielen Dank. Ich kann mich deinen Worten auch nur anschließen. Ich glaube, das Wichtigste in diesen Tagen ist, gesund zu bleiben. Und das Trading ein bisschen Hintergrund rückt, ist vollkommen klar. Ich wünsche allen eine angenehme Woche, erfolgreiche Trades und ja, achten Sie auf Ihre Gesundheit.